Hey Leute, hier ist Yunus aus Klasse gegen Klasse. Am Freitag gab es bundesweite Demonstrationen und Kundgebungen in Gedenken an Hanau. In Berlin gab es 3 Gedenkveranstaltungen, am Oranienplatz am Rathaus Neukölln und am Leopoldplatz. Am Rathaus Neukölln haben sich hunderte Menschen an den Gedenkveranstaltungen beteiligt. Und das war besonders wichtig, weil wir mitten in Neukölln gerade tagtäglich genau die politischen Ursachen erleben, die dazu geführt haben, dass in Hanau 9 Menschen gestorben sind. Was sind diese? Das sind die systematische Polizeigewalt, die Racial Profiling, die Polizeikontrollen, die je nach den eigenen Wünschen der einzelnen Beamtinnen passieren. Das sind die Razzien an den Shisha-Bars. Und dabei erinnern wir uns auch, dass selbst nach dem faschistischen Anschlag in Hanau der Innenminister von SPD in einem Interview auch angekündigt hat, dass diese Razzien weitergehen werden, weil sie die Kriminalität bekämpfen wollen. Und eigentlich müssen wir sagen, dass sie die Kriminellen sind, dass dieser Staat und diese auch die Polizeiapparat die Kriminellen sind, die tagtäglich die Einwohnerinnen von Neukölln in dieser Weise schikanieren. Und wir wissen auch ganz genau, dass genau diese Umstände, die rassistische Clan-Kriminalität-Debatte in den Medien durch die Regierungsparteien letztendlich dazu geführt haben, dass dieser Neonazi Tobias in Hanau 9 Menschen ermordet hat. Und deswegen fordern wir, dass die Polizei mit ihren Razzien aufhört, dass wir dafür kämpfen müssen, dass der Polizeiapparat abgeschafft werden muss und dass die Aufklärung dieser Morde durch unabhängige Ausschüsse der migrantischen Organisationen und der Gewerkschaften getätigt sein muss, weil wir auch nicht vertrauen. Wir vertrauen nicht an einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, genau dieselben Leute, die den NSU-Morden unter die Schublade gesteckt haben. Und dass die Unterdrückten sich selber organisieren, sich selber verteidigen und wir in der Perspektive eines Generalstreiks die Gewerkschaften auch das dafür gewinnen, migrantische Arbeiterinnen und deutsche Arbeiterinnen, dass wir gemeinsam gegen diese Spaltung und den faschistischen Angriff streiken und gegen auch die Untätigkeit dieser Regierung. Weil letzten Endes, was wir auch sehen müssen, dass der Rassismus ein elementarer Bestandteil dieses Systems ist, dieses kapitalistischen Systems ist, um die Arbeiterinnenklasse auch zu spalten, um sie daran zu hindern, dass sie gemeinsam für ihre materiellen Interessen in der Perspektive einer sozialistischen Gesellschaft, einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und ohne Unterdrückung zu kämpfen. Lasst uns doch mal gemeinsam rufen. No justice, no peace! No justice, no peace! No justice, no peace! Sie werden bis heute nicht entgenommen. Ihre Fragen werden nicht beantwortet. Sie haben ihre Töchter und Söhne, Brüder und Schwestern verloren. Die Kinder von den Mercedes haben ihre Mutter verloren. Ihr Schmerz muss unendlich sein. Und trotzdem stehen sie jeden Tag auf und kämpfen. Sie kämpfen gegen Rassismus, die ihre Liebsten umgebracht hat. Wenn wir heute den in Hanau Ermordeten gedenken, gedenken wir allen rassistisch Ermordeten. Dieser Anschlag zeigt nur einmal mehr, wir müssen gegen Rassismus und faschistischen Terror in diesem kapitalistischen System kämpfen. Daher ist es eine Notwendigkeit, uns selbst zu organisieren. Die rechten Strukturen wurden in Deutschland jahrzehntelang von staatlichen Stellen aufgebaut. Polizei, Justiz, Bundeswehr und Verfassungsschutz haben eine direkte, personelle Kontinuität zum NS-Regime. Mit Abschiebung, der Bekämpfung von AusländerInnenkriminalität, Auslandsansätzen stehen die staatlichen Sicherheitsbehörden täglich an vorderster Front gegen MigrantInnen. Seit 1990 kamen 180 Personen in einem rassistischen Zusammenhang in Polizeigewahrsam zu Tode. Es ist kein Zufall, dass sich die AfD auch unter PolizistInnen und BundeswehrsoldatInnen besonders erfolgreich gibt. Das Netzwerk von faschistischen Chatgruppen, von Angehörigen der Sicherheitsbehörden zeigt die tiefe Verwurzelung des rechten Gedankenguts und die Überschneidung ins militante Neonazi-Milieu. Das Umfeld der NSU wurde maßgeblich durch den Verfassungsschutz aufgebaut, die Taten von diesem gedeckt.
Die Gerichte hielten es nicht für nötig, die Verstrickung der staatlichen Behörden aufzudecken und hielten stattdessen an der Einzeltäterthese fest. Ich bin heute hier, um den Opfern zu gedenken und den Angehörigen und darauf aufmerksam zu machen, dass Rassismus immer noch ein sehr großes Problem ist in unserer Gesellschaft. Ich bin heute hier, um mich mit den Opfern und den Betroffenen zu solidarisieren, ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und zu sagen, dass wir so ein Verhalten in Deutschland nicht weiter akzeptieren. Ich bin heute hier, um den Opfern zu gedenken und außerdem gemeinsam ein Zeichen gegen den Rassismus in Deutschland zu setzen. Ich bin heute hier, um ein Zeichen zu setzen, um Solidarität zu zeigen und mein Mitgefühl mit den Verstorbenen und mit den Angehörigen. Das ist mir in erster Linie sehr wichtig, hier zu sein, zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Und das hätten viele von uns sein können, gerade von Menschen mit Migrationshintergrund. Ich selber hätte es sein können, meine Geschwister hätten es sein können, Freunde von mir. Und deswegen bin ich heute hier. Die MigrantInnen, selbst wenn sie in zweiter oder dritter Generation hier in Deutschland leben, dienen dem Kapital als billige Arbeitskräfte. Und ihr Zugang zur Gesellschaft wird systematisch durch Rassismus eingeschränkt. Die diskriminierenden Arbeits- und Aufenthaltsgesetze sowie das ungleiche Bildungssystem sorgen dafür, dass die Arbeiterinnenklasse gespalten wird, indem ein Teil von ihnen entrechtet und unterworfen wird. Es ist kein Zufall, sondern Rassismus und Sexismus, dass die prekärsten Jobs in der Gastronomie, in der Logistik, in der Reinigung überdurchschnittlich oft von MigrantInnen und Frauen ausgeführt werden. Der Rassismus sagt, dieser Platz am unteren Ende der Gesellschaft ist für dich bestimmt. Die diskriminierenden Gesetze, die Anfeindung bis hin zu physischer Gewalt und Mord dienen der Zementierung dieser Verhältnisse. Ferhat Unvar! Ferhat Unvar! Mercedes Kirpaç. Mercedes Kirpaç. Sedat Gürbüz. Sedat Gürbüz. Gökhan Gültekin. Gökhan Gültekin. Hamza Kurtovic. Hamza Kurtovic. Kaloyan Belko. Kaloyan Belko. Vili Viorel Baun. Vili Viorel Baun. Said Nesar Hashimi. Said Nesar Hashimi. Fatih Saraçoğlu. Fatih Saraçoğlu.